Herzlich willkommen zurück zu Java. Dieses Mal geht es da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei der Quantisierung. Letztes Mal haben wir gesampled. Ja, hier ist die Funktion dazu. Schaut euch am besten das Video zum letzten Mal an. Grob nochmal die Theorie dahinter. Wir haben eine Eingabefunktion in einer Sinusform oder irgendeiner anderen Kurvenform. Das ist wirklich völlig egal. Und wir haben jetzt diese Werte hier erzeugt, die einfach einige Stichproben sind. Und nun möchten wir das Ganze zu einem digitalen Signal machen. Also hier haben wir quasi ein diskretes Signal. Das hier nennt man diskret. Moment, ich kreise es kurz ein. Diese beiden nennt man diskret. Und, ups, das sollte schon noch schwarz bleiben. Und diese beiden nennt man digitale Signale. So, und wir wollen uns, wenn wir programmieren, hauptsächlich mit diesen hier beschäftigen, weil wir cool sind und weil wir das irgendwie brauchen. Ja, genau. Also denkt zurück an das Telefon. Wir wollen jetzt das hier haben, damit wir es auch irgendwie verarbeiten können. Zum Beispiel, damit wir Bits und Bytes schicken können über die Leitung. So, also was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen von diesen Werten, die wir hier abgegriffen haben, also die hier oben, die Stufe berechnen wir gar nicht. Die kann ich einfach mal durchstreichen. Die brauchen wir auch wirklich nicht in der Praxis. So. Die braucht man eher, wenn man jetzt irgendwie E-Technik oder sowas macht, dass man dann, wenn man Schaltungen baut, zum Beispiel Strom an, Strom aus, hier ist ja die ganze Zeit der Strom dann an, okay, hier wäre dann der Strom doppelt an, warum nicht? Und hier unten, das, was wir jetzt haben wollen, ist, wir haben diese einzelnen Werte, die einfach abgegriffen sind an der Funktion, und wir haben das hier, wo wir wirklich nur wenige Werte haben wollen, also wir wollen nicht, wie ich jetzt hier mal laufen lassen habe, 0,841470, sondern wir wollen Einsen oder Nullen haben. Das wäre in diesem Fall ein Dreischritt. Wir wollen eine Null haben, ja, wir wollen die Null haben, wir wollen die 1 haben, wir wollen die minus 1 haben und das war's dann auch schon. Das heißt, wir wollen wirklich auch nur auf Integern zum Beispiel arbeiten, zum Speicherplatz sparen, zum Rechenzeit sparen und vor allem, ihr seht, okay, hier seht ihr es jetzt nicht unbedingt, aber Doubles sind ungenau, die sind ja nicht präzise, das wisst ihr hoffentlich oder wahrscheinlich. Deswegen wollen wir jetzt hier zum Beispiel mit Integern arbeiten. Gut, und was wir da deswegen machen ist, ja, wir wollen Public Static, wir wollen Int Array zurückgeben und das nennen wir Quantisize. Ich hoffe, das schreibt man so, keine Ahnung. Und jetzt wollen wir, sagen wir mal, wir wollen den Int die Anzahl an Werten haben, die wir haben wollen. Also in unserem Fall wären das 3, 1, 0 und minus 1. Wir wollen, ja, was wollen wir denn sonst noch haben? Wir wollen sonst eigentlich gar nichts haben, aktuell. Mir fällt zumindest gerade nichts ein, aber das wird sicher nachher noch kommen. So, und jetzt generieren wir erstmal unser Int-Array. Ich nenne es auch wieder Samples, weil es sind ja immer noch dieselben Samples. Wir ändern ja nichts an der Anzahl, sondern wir berechnen sie nur neu, wir runden sie, mehr oder weniger. Ja, jetzt habe ich eigentlich schon den ganzen Trick verraten, ist ja schade. Ja, ist egal. Und zwar wollen wir hier genauso viele Int-Arrays. Ah, wir kriegen noch das Int-Array. Upsala. Natürlich. Das Double Array von Samplen. Sampling Samples. Sampling Samples. So, ja, doch nicht da unten, da rein bitte. Und wir haben hier eine Länge angegeben. So, und genauso viele Samples wollen wir natürlich wieder haben. Die Anzahl ändert sich natürlich nicht. So, und was wir jetzt machen, ist einfach, ja, Runden ist in diesem Fall ein bisschen zu verallgemeinert. Wir wollen natürlich erstmal den minimalen Wert und den maximalen Wert ausrechnen, damit wir wissen, was wir für eine Distanz haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Funktion haben, die bis 50.000 geht, unendlich ist natürlich jetzt nicht mehr möglich, weil wir hier wirklich schon konkrete Werte abgegriffen haben. Hier wäre ja theoretisch ein unendlich möglich, aber das geht ja in der Praxis auch nicht. Also unsere Zahl ist dann halt auch irgendwie begrenzt mal. Kann natürlich zu Overflow kommen, da müsst ihr immer dran denken, aber hier haben wir zum Glück nur einen Sinus. So, jetzt sagen wir wollen das Maximum und das Minimum ausrechnen. Dazu brauchen wir erstmal ein Maximum und ein Minimum. Double Max. Von mir aus gleich 0. Ja, wobei, nein, nicht 0. Double Punkt Max Value. Und dann wollen wir Double Min haben. Auch Double Punkt
Punkt min value. Nein, nicht so min value. So. So, und jetzt. Und ich habe sie genau vertauscht. Hier muss natürlich der min value hin, weil wir wollen den ja überschreiben. Wenn ich hier schon mit max value anfange, dann ist nie irgendwas größer. Int i gleich 0. I kleiner. Sampling samples length. I plus plus. Und ja, schauen wir einfach. Wenn das Maximum kleiner ist als Sampling Samples an der Stelle i, dann wird natürlich Maximum überschrieben mit Sampling Samples an der Stelle i. Ich finde den Namen irgendwie cool. Und wenn das Minimum größer ist als das Sampling Sample an der Stelle i, dann wollen wir das Minimum überschreiben. Okay, so. Und jetzt hier unten haben wir unser Maximum und Minimum gefunden. Ups, das hier oben sollte natürlich ein Semikolon sein. Und jetzt wollen wir die Distanz ausrechnen. Also wieder ein Double. Distance gleich ja, Maximum minus Minimum natürlich. Wenn die Distanz kleiner 0 ist, dann sollten wir natürlich abbrechen. Wenn das Sampling Sample hier auch null ist, dann müssen wir natürlich davor schon abbrechen. Ja. Sollte hoffentlich nicht passieren. Ja. Wobei, wenn es gleich 0 ist, dann ist ja noch okay. Also wenn es kleiner 0 ist, dann haben wir hier irgendwie keine Werte gefunden, weil wir hier immer noch bei Min-Value und hier bei Max-Value sind. Deswegen wäre das irgendwie komisch. Return null. Also das sind solche Sicherheitsabfragen, die braucht man einfach, damit das Ganze nicht irgendwie kaputt geht und nicht abstürzt. So, wenn wir jetzt hier Sampling Samples gleich null haben oder natürlich die Amount ja, ist kleiner oder gleich 0, das können wir auch nicht gebrauchen, weil wir können ja nicht weniger als einen Wert abfragen. Einen Wert bräuchten wir halt dann schon, wir können ja nicht 0 Werte reinschreiben. So, was ist da dein Problem? Du sollst ja auch nicht das hier benutzen, du sollst das benutzen. Hm. Ach, da hat es mir das zweite Gleichheitszeichen nicht genommen. Ich sehe es. Warum tut es das nicht? Meine Tastatur hackt irgendwie in letzter Zeit ein bisschen. Oder ich tippe einfach nur Scheiße. So, dann wollen wir hier natürlich auch null zurückgeben. Wenn das passiert, und dann machen wir hier unten mal weiter. Wir haben die Distanz, also den maximalen Wert, den minimalen Wert haben wir. Wir haben, wie weit sie auseinander sind, und wir haben hier die Anzahl an Stellen, die wir haben wollen. So, ja, ich glaube, wir brauchen hier doch ein Double Array, weil wir einfach sonst nicht klarkommen. Das können ja natürlich auch andere Werte sein. In unserem Fall können wir das natürlich getrost runden, weil wir wissen, dass es alles Integer-Werte sein sollen. Das kann ich dann aber nachher nochmal in eine extra Methode packen. Erstmal machen wir es mit Doubles. So, und jetzt geht es so weiter. Wir iterieren hier wieder über das Array drüber. I kleiner Samples.length ist kürzer als Sampling Samples.length. I++. So, und wir sagen Samples. Oh. Ja gut, das war jetzt doof. An der Stelle i ist gleich. Und jetzt wollen wir quasi einfach ausrechnen, was, ob die Werte ja, ob der Wert irgendwie in der Nähe von einem Zwischenstopp liegt sozusagen. Also wir wollen, dass es entweder das Minimale ist oder dann halt die Distanz. Also wir haben ja hier wieder so eine Schrittweite wie im letzten Teil auch, wie hier unten. Wir wollen eine Schrittweite haben und ja, diese soll dann halt dafür gelten. Ich zeige es euch, wie ich das meine.
Also wir teilen erstmal natürlich die Distanz geteilt durch, also den Schritt quasi kriegen wir durch die Distanz geteilt durch die Anzahl an Schritten, die wir haben wollen. Also hier haben wir quasi jetzt drei Schritte, nämlich einen hier, einen ganz oben. Na, wobei hier sind es vier Schritte, blöd. Wir wollen jetzt nur Einsen und Nullen haben, das heißt, 1 wäre ein Schritt und der Anfang, also das Minimum wäre bei minus 1, das Maximum wäre bei plus 1 und die 1 wäre quasi der Step, den wir gehen. Also wir gehen einfach 1 höher oder 1 runter, je nachdem. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Ja, jetzt können wir uns das vorgenerieren, würde ich fast sagen, dass bei komplizierteren Sachen wird es irgendwie. Ja, wird es deutlich, upsala, da muss noch Klammern hin, deutlich effizienter. Das gleich new double mit amount. Und wir generieren uns hier diese, das hier mache ich nochmal raus, das brauchen wir eh gerade noch nicht. I kleine amount, i plus plus. Und jetzt wollen wir hier eben diese Werte generieren, die wir überhaupt einsetzen dürfen. So, also sagen wir values anstelle i. So, der kleinste Wert, den wir setzen können, ist natürlich erstmal das Minimum. Und dann wollen wir jedes Mal eine Schrittlänge drauf addieren. Also i mal die Schrittlänge am Step. Und wenn wir das komplett durchgelaufen sind, dann haben wir hier amount mal amount. Was dann natürlich hier das Maximum gibt. So, und jetzt gehen wir hier durch und gleichen quasi ab, ob wir welchen Wert wir davon nehmen sollen. Also wir brauchen jetzt noch mal eine Vorschleife. J gleich 0. Und zwar iterieren wir hier über die Werte drüber. Values.length. Und sagen J++. So, und wenn wir jetzt hier drin einen Wert finden, der einigermaßen passt, setzen wir Samples an der Stelle i da drauf. Also das bedeutet, wir brauchen hier die Sampling Samples. If Sampling Sample. Also wir wollen hier den minimalen Abstand haben zwischen Sampling Sample an der Stelle i. Also den Werten, die wir vom Samplen kriegen und den Values, die quasi erlaubt sind. Also das muss irgendwie hier minimal werden. Values an der Stelle J allerdings, weil wir iterieren ja jetzt hier über J drauf. Und davon wollen wir aber den Betrag haben, weil sonst wäre natürlich was, was negativ ist, wäre immer irgendwie kleiner. Das wäre ja doof. So. Und jetzt wollen wir diesen Wert setzen, wenn natürlich der Value. Der Wert in Samples natürlich auch am kleinsten ist. Also das heißt, wir wollen, wenn natürlich der Wert in Samples größer ist, also wenn die Distanz zwischen den beiden, also den Fehler, den wir machen sozusagen, zwischen dem Samplen und den quantisierten Werten, wenn der kleiner ist als den Wert, den wir schon gesetzt haben, dann können wir den Wert überschreiben. Weil dann haben wir einen genaueren Wert gefunden. Aber dazu müssen wir natürlich hier erstmal, ja, wobei eigentlich können wir das direkt mal lassen. Wir können hier mal den Wert direkt eintragen. Ne, vergesst, was ich gesagt habe. Wir machen das einfach so. So, und tragen den Wert hier ein. Samples an der Stelle i. So, ist gleich. Und dann wollen wir hier natürlich den Wert von Values benutzen. Values an der Stelle J, weil wir ja die Sampling-Sample-Werte dürfen wir nicht mehr benutzen. Wir müssen ja hier jetzt diese mehr oder weniger gerundeten Werte allerdings auf spezielle Werte gerundet, nicht auf Ganzzahlen. Ja, müssen wir jetzt hier quasi nehmen. So, und jetzt haben wir hier das Gerundete und geben das einfach nur zurück. Und jetzt gucken wir uns das gleich noch an. Was passiert, wenn wir hier
wir nehmen hier Quantisize mit drei Werten und schließen die Klammer einfach erst da hinten, weil wir ja hier durch diese Funktion kriegen wir das, dieses Array schon raus. So. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Hier unten überall Nullen rausgekriegt. Ich habe schon rausgefunden, woran es liegt. Das liegt nämlich vor allem daran, dass wir hier Samples genommen haben, beziehungsweise ich hier Samples genommen habe. Das war ja nicht euer Fehler, sondern meiner. Wir müssen hier natürlich Samples minus den Wert nehmen. Nicht den Wert, sondern hier Sampling Samples an der Stelle i. Das heißt, wir gleichen hier ab. Wenn wir den Wert setzen würden von Values, ist dann der Fehler kleiner als der Fehler, den wir bisher gemacht haben. Das war mein Fehler gerade. Kleiner Brainfuck. So, und jetzt haben wir hier drei Werte. Und wir kriegen blöderweise, weil wir wirklich nur 20 Stück genommen haben, kriegen wir bei unserem Sinus niemals irgendwie was Positives raus, sondern immer nur irgendwelche negativen Werte. Und deswegen, wie gesagt, schön oft hier abgreifen, nicht nur ganz, ganz selten, sondern dann wirklich oft. Hier kriegen wir fast minus 1 raus und hier kriegen wir eben minus ein Drittel raus. Und der maximale Wert ist ja irgendwie hier dann 0 gewesen. Wobei mir gerade auffällt, dass ein Drittel nicht unbedingt der Mittelwert zwischen denen ist. Das liegt an dem hier. Hier müssen wir gehen ja nur hier Amount weit. Das heißt, wir müssen hier durch Amount minus 1 teilen. Sonst wird das nichts. So, jetzt sollte es vielleicht... Oh. Quatsch, natürlich plus 1. So. Und jetzt lassen wir... Upsala. Lassen wir das laufen. Und wir sehen, jetzt haben wir endlich den gewünschten Schritt. Also wir haben das Minimum hier rausgekriegt, das war unser kleinster Wert, von minus 0,999, also minus 1. Wir haben das Maximum rausgekriegt von 1 und wir haben 3 Schritte, das heißt wir teilen hier durch die Schrittanzahl plus 1, damit wir vernünftige Werte kriegen. Und ja, die Schrittanzahl plus 1. Und dann halt hier die Werte ausgerechnet und haben das Ganze quantisiert. So, jetzt sind wir quasi von, okay, unsere Sinuskurve war ein bisschen anders. Wir haben das hier gehabt. Eigentlich so. Sowas hatten wir in etwa. Und wir haben jetzt gesagt, okay, unsere Werte sind jetzt ab sofort, rosa, yay. Unsere Werte sind ab sofort, nicht da schon. Das hier, das soll jetzt die, der kleine Abstand sein hier. Dann das hier und dann wieder erst das hier. Und alles zwischendrin wurde quasi gerundet. Also so. Und der hier wurde wahrscheinlich hier drauf gerundet. Ja, die Distanz ist deutlich kleiner. Sowas hier. Also wir haben hier quasi ja, uns feste Werte genommen. Mehr haben wir nicht getan. Gut, und das ist ein ja, Quantisierer von gesampelten Samples. Ha! Den wir hier gerade geschrieben haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, irgendwelche Algorithmen oder sonst irgendwas, das ich vorstellen soll, dann sagt mir Bescheid. Ansonsten sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.